Schönen guten Tag und hallo Leute, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. In dem Video will ich einmal über Amazon SEO anfangen zu sprechen. Und SEO, das steht kurz für Suchmaschinenoptimierung, kommt eigentlich aus Google, weil Google ist natürlich eine große Suchmaschine, du gibst einen Begriff ein, Google listet dir die besten Treffer und es sind natürlich viele Leute interessiert, ganz oben zu stehen, weil jeder weiß natürlich, die meisten Leute klicken nur auf den ersten, zweiten oder dritten Treffer. Und wenn du einen Online-Shop hast, dann willst du dort oben stehen, um Kunden zu kriegen, die über Google nach Ware suchen, was verkaufen. Und genauso tickt natürlich auch Amazon. Und oben hast du da nämlich auch die Suchmaske, gibst einen Begriff ein, suchst was. Amazon wird dir darauf Vorschläge bringen. Und jeder Verkäufer will natürlich an Nummer 1 stehen auf der das erste Produkt sein, das Leute sehen oder das Leute klicken, umso wahrscheinlicher ist, dass du was verkaufst. Und das kannst du in gewisser Weise manipulieren oder begünstigen, dass du dort oben stehst und das mit SEO. Und wenn du das schon weißt und einfach nur gucken willst, weißt du alles darüber, dann schreib mir unten in die Kommentare SEO. Und wenn du das noch nicht weißt, wenn du sagst, okay, das ist viel Glück oder ich habe damit nichts zu tun, Amazon entscheidet, was oben steht, dann schreib mal Glück in die Kommentare. Ich will mal gerne sehen, wo hier die Subscriber so stehen, was für Content ich besser bringen soll. Also schreib mal SEO oder Glück in die Kommentare, je nachdem, welcher Meinung du dafür bist. Kommen wir zum ersten Punkt, was dich auf jeden Fall nach oben bringen wird. Und das ist leider das Einzige, was wir nicht direkt beeinflussen können, das sind die Verkaufszahlen. Amazon möchte natürlich Umsatz machen und die schauen natürlich, wenn du ein Produkt, sagen wir, du bietest eine Taschenlampe an und du gibst Taschenlampe in die Suche auf Amazon ein, dann wirst du jede Menge Treffer finden. Irgendwer muss der Erste sein. Wen listet Amazon ganz oben? Das sind die Leute, die am meisten verkaufen, weil Amazon will natürlich viel Umsatz machen, weil mit dem Umsatz verdienen sie an Provision, Überraschung. Also listen Sie die Produkte, die am meisten oben sind, dadurch, dass Sie schauen, wer macht viel Umsatz, die schieben wir nach oben. Es gibt aber noch ein paar andere Faktoren. Und ganz wichtig dazu ist Nummer 1, Amazon FBA zu betreiben. Das heißt, deine Ware nach Amazon einzuschicken, dass Amazon sie verschickt an den Kunden, weil nur dann bekommst du das Prime-Logo. Das Prime-Logo bedeutet nämlich für die Käufer wiederum, dass sie, wenn sie im Prime-Programm teilnehmen, was die meisten machen, alles umsonst zugeschickt bekommen. Also die Leute, die werden nur dein Angebot anklicken, wenn sie das Prime-Logo sehen. Das Prime-Logo bekommst du nur, wenn du FBA machst. Das ist der Grund für FBA. Und dadurch wirst du viel mehr verkaufen, als wenn du es nicht machst und das Prime-Logo nicht hast. Das ist wohl klar. Dann Amazon PPC, Pay-per-Click heißt das. Du kannst auf Amazon Werbeanzeigen schalten, damit dein Artikel auf jeden Fall ganz oben angezeigt wird. Da steht dann aber dabei, dass es Werbung ist, dass es ein gesponsertes Angebot ist, das weiß eigentlich jeder. Aber du stehst damit schon mal automatisch oben. Du zahlst dann zwar für jeden Klick etwas Geld, aber du machst Verkäufe. Und was haben wir gesagt? Amazon wird dich weiter nach oben schieben, in den regulären Suchen, wenn du viel Verkäufe machst. Also in dem Moment, wenn du in deiner Anfangszeit mit deinem neuen Produkt Werbung auf Amazon schaltest, dann machst du Umsätze. Umsätze schieben dein Produkt in der regulären Suche raus. Deswegen ist das eine gute Sache. Nummer 2 ist Coupons. Anstatt bei Amazon Werbung zu machen oder zusätzlich, kannst du auch Coupons rausgeben und sagen, ich gebe von mir 90% Rabatt. Ich gebe einen wahnsinnigen Rabatt auf mein Produkt. So einen Rabatt, dass jeder sagt, okay, ich kaufe es. Du kannst auch sagen, ich gebe 20% Rabatt. Hauptsache, es fühlen sich mehr Leute motiviert. Und auch da ist es wieder so, Amazon sieht nicht, für wie viel wurde denn der Artikel verkauft. Amazon sieht nur verkaufte Artikel. Die sehen einen regulären Preis und du sehen wieder, okay, der Artikel wird verkauft, egal wie. Also schieben wir ihn nach oben. Deswegen sind Coupons gut. Übrigens, kleine Zwischenanmerkung. Ich mache jetzt ein Video mit ganz vielen SEO-Themen und ich werde darauf in den nächsten Wochen noch gesondert eingehen, dass wir sowas wie Coupons noch ausführlicher besprechen oder Werbung. Genauso kannst du deinen Artikelpreis selber reduzieren. Du kannst, wenn du sagst, ich biete ihn für 20 Euro an, sagen,
ich gehe auf 10 Euro runter, da wirst du garantiert mehr verkaufen, vor allen Dingen, wenn die anderen Taschenlampen alle 20 Euro kosten, deine kostet 10, da werden viel mehr Leute deine auswählen, einfach weil sie günstiger ist. Und auch das ist wieder etwas, diesen Rabatt kannst du später rausnehmen, aber Amazon hat gesehen, dein Artikel verkauft sich viel und du wanderst nach oben. Du kannst eine eigene Webseite haben. Das kann den Grund einfach haben, dass Leute sehen, das ist ein sehr guter Shop, der hat eine Webseite und darauf sind die Produkte nochmal erklärt. Das erweckt Vertrauen bei den Kunden. Es kann aber auch sein, dass Leute über Google deine Produkte suchen und die finden dann deine Webseite. Über deine Webseite kommen sie nach Amazon. Und Amazon stellt fest, wenn es externen Traffic gibt, wenn Kunden von extern auf Amazon kommen, dann sehen die, okay, der macht etwas, um sein Produkt noch besonders zu bewerben. Der bringt uns neue Kunden, der liefert uns neue Kunden auf unsere Amazon-Seite. Auch das wird etwas sein, was dein Listing weiter nach oben schiebt. Genauso kannst du das Ganze mit Newsletter machen. Du hast vielleicht auf deiner Webseite eine Funktion, sagst, hey, ich gebe irgendwie Wissen raus, ich gebe ein PDF, ein E-Book raus mit irgendwelchen Tipps zu eurem Hobby, trag dich in mein Newsletter ein und dann bekommst du es zugeschickt und ab und zu neben dem Wissen, was du in Newslettern verschickst, verschickst du Angebote und sagst, hey, ich habe dieses neue Produkt auf Amazon, das könnte für dich interessant sein. Und Leute, die in dem Newsletter sind, die werden so auch auf dein Amazon-Produkt klicken und dort kaufen und dadurch motiviert sein, dass sie dir vertrauen und dass deswegen sich verbunden fühlen, sagen, ich kaufe auch dein Produkt. Das Ganze kannst du auch über Social Media machen, wenn du Facebook, Instagram betreibst und einen Channel hast und vielleicht zu deinem Hobby irgendwo Wissen rausgibst und sagst ab und zu, hey, ich habe übrigens ein Produkt hier für unser gemeinsames Hobby, das findest du auf Amazon auch da. Wandern wieder Leute auf dein Produkt, kaufen es und durch mehr Besucher auf Amazon, durch mehr Verkäufe wird deine Produktposition sich verbessern. Das kannst du auch extern mit Werbung machen, mit Google AdWords. Das heißt, das ist die Werbung, die du auf Google kaufen kannst. Die ist meistens vergleichsweise teuer im Vergleich zu zum Beispiel Instagram-Werbung. Du kannst auf Instagram Werbung schalten und sagen, alle Leute, die ein bestimmtes Alter haben, aus einem bestimmten Land und sich Bilder anschauen zu bestimmten Themen, denen möchte ich meine Werbung einblenden. Und dann kannst du genau deine Zielgruppe ansprechen. Und Instagram Werbung in Deutschland, die ist deutlich günstiger als Google Werbung. Also das ist noch eine interessante Sache. Dann kannst du auch dein Instagram-Listing, dein Amazon-Listing auf Google ranken. Und zwar hast du vielleicht schon mal einen Suchbegriff eingeben, du wolltest was kaufen und hast im Google danach gesucht, hast gesehen, der erste Treffer ist Amazon. Und zwar nicht die Startseite, sondern wirklich eine Unterseite, ein Link, der direkt zu einem Produkt führt, weil Google durchsucht natürlich nach guten Treffern jede Seite, genau wie Amazon. Und da kann es sein, dass du vielleicht zu Taschenlampe oder LED-Outdoor-Taschenlampe nach Googles Meinung der beste Treffer bist und das erreichst du auch, wenn du dein Amazon-Produkt verlinkst. Google sieht, okay, es gibt Links auf einer Internetseite, deswegen muss die wichtig sein. Also kannst du zum Beispiel auf Blogs gehen, die sich vielleicht über Camping oder Tests, Produkttests, Elektroniktests beschäftigen. Da kann man da unten meistens so Kommentare schreiben. Ja, interessanter Blogartikel. Und da steht meistens auch, was ist dein Name, was ist deine Internetseite. Und beim Punkt Internetseite gibst du deinen Amazon-Link ein zu deinem Produkt. Google sieht, okay, es gibt von ganz vielen Internetseiten Links auf dieses Produkt. Also muss das für das Suchwort Taschenlampe interessant sein. Also nimmt es auch in dem Google-Katalog auf. Und Leute, die nach Taschenlampe suchen, finden dann dein Produkt und ja, so schaffst du das in der Google-Suche automatisch nach oben zu kommen und schickst über Google Leute auf deine Internetseite, auf dein Amazon-Angebot und Amazon freut sich über neue Kunden, über mehr Verkäufe und auch dadurch willst du ganz nach oben kommen in Amazon-Suchen. Ein weiterer Punkt sind natürlich die Lightning-Deals. Du kannst ganz kurzfristig große Rabatte geben. Das bewirbt Amazon wiederum ganz stark, weil Kunden freuen sich, okay, da gibt es eine Gelegenheit, ich habe jetzt 3 Stunden zuzugreifen oder dieses
diese Gelegenheit ist für immer weg und deswegen sind die meistens noch spontaner zu kaufen. Und deswegen sind Lightning Deals gut und die bringen dein Ranking nach oben. Und als letztes ist natürlich ein optimales Listing wichtig. Das heißt, dein Artikellisting, das besteht aus der Überschrift, besteht aus dem Titel, also der Überschrift, Beschreibung und den Stichpunkten unten. Und die sollten optimal sein, dass Kunden verstehen, was sie verkaufen, aber auch, dass die Suchmaschine Amazon versteht, was du verkaufst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Taschenlampe verkaufe, dann möchte ich möglichst viele Alternativen da drin haben, wie LED-Taschenlampe, Outdoor-Taschenlampe, Stableuchte und nicht nur versuchen, für diesen einen Suchbegriff gerankt zu werden, sondern für möglichst viele, die Kunden dafür auch benutzen würden, um den zu finden. Und umso mehr Besucher finden dein Listing und kaufen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Recherche zu betreiben nach Suchbegriffen, die für deinen Artikel funktionieren. Darauf gehen wir auch noch mal ein in einem anderen Video. Dann hast du natürlich Bilder, die einmal für Kunden wichtig sind, aber du kannst natürlich auch in die Bilder Informationen reingeben, wie Dateinamen bearbeiten, dass eine Suchmaschine im Computer erkennt, was drückt das Bild wohl aus. Genauso ein Video wird Kunden begeistern und die Möglichkeit geben, das schon mal live zu sehen, dein Produkt. Das macht sehr spannend. Und der letzte Punkt sind Bewertungen. Den habe ich ganz bewusst an unterster Stelle gelassen, weil ein Produkt mit einer Bewertung oder mit 100 Bewertungen, das kann für Amazon genau gleich sein. Das heißt, Amazon wird dich nicht weiter oben ranken, nur weil du viel Bewertung hast. Aber in die Bewertung werden natürlich Texte eingegeben und damit hast du wieder mehr Platz, um Suchbegriffe hineinzutun, um gerankt zu werden. Das heißt, dafür sind Bewertungen gut. Aber in erster Linie natürlich, dass Kunden sehen, dein Produkt wird durch andere Kunden gekauft. Und Leute folgen der Menge. Also werden sie automatisch Produkte kaufen mit mehr guten Bewertungen. Das ist eben der zweite Punkt. Die Bewertungen müssen auch gut sein. Ich gucke mal, wie viele Minuten wir sind. Okay. Sieht noch okay aus. Ich will es nicht zu lang werden lassen. Wie gesagt, es soll heute ein kleiner Überblick werden. Also die Bewertungen sollten auch gut sein, dass du im Durchschnitt bei 4 bis 5 Sternen bist. Es sollte sehen, okay, das ist ein Produkt, was wird viel gekauft, deswegen hat es viele Bewertungen und die Bewertungen sind gut. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl, das zu kaufen. Das bringt dir Umsätze, das bringt dir nicht bessere Rankings in Amazon. Aber Umsätze und Umsätze bringt mir wieder bessere Rankings. Also das sind die Themen zu Amazon SEO, die du wissen musst. Darauf gehe ich in den nächsten Videos noch mehr ein. Deswegen klicke auf Abonnieren und dann auch auf das Glockensymbol, was dann erscheint. Dann bekommst du auf jeden Fall Bescheid und bist einer der Ersten, der das Video sieht. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du so lange durchgehalten hast bei dem Überblick und bis zum nächsten Video.